So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist für euch Monster Mod Germany. Ja, heute geht es in diesem Video, wie trage ich Wärmeleitpaste richtig auf? Dazu mache ich hier ganz einfach für euch jetzt mal einen Test. Das Ganze mache ich mit dem Enermax ETS T50 Luftkühler, den es für den AM4-Sockel und Intel-Sockel gibt. Natürlich, dieses Produkt werde ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Zum Einsatz kommt eine Oros Gigabyte Mainboard mit dem Sockel 1151, dem i5-6600, keine K-CPU, weil das hier wird nur ein Test, wie sinnvoll es ist, Wärmeleitpaste aufzutragen und was macht mehr Sinn. Es gibt keine Vergleichswerte, was besser ist. Ich zeige euch nur, ob ich jetzt einen punktuellen Klecks drauf mache oder ob ich das überkreuz oder ob ich das verstreiche, was weitaus besser ist. Die sehen wir dann ja dementsprechend am Kühler. Seid gespannt. Fangen wir mal an. Auch hier kommt natürlich die Enermax Wärmeleitpaste zum Einsatz, aber das spielt keine Rolle. Ich trage als erstes punktuell hier in der Mitte, damit ihr das seht, auch nur einen kleinen Klecks auf, weil. Upsala, so, das sollte reichen. Und einen kleinen Tacken mehr. So, das ist, wie ihr seht, nicht viel. Und jetzt montieren wir ganz einfach den Kühler. Ihr werdet sehen, was passiert. So, der Kühler ist nun montiert. So, das war jetzt einfach nur ein Klecks. Der Anpressdruck des Luftkühlers wird die Wärmeleitpaste jetzt gleichmäßig verteilen. Ich habe unter dem Kühler natürlich noch die Schutzfolie drauf gelassen, um jetzt den Kühler jetzt nicht irgendwie gleich reinigen zu müssen, weil ich zeige euch auch gleich, wie man das am besten sauber macht. Ich habe hier, wie ihr gesehen habt, den einfach hier montiert mit auf beiden Seiten mit den Schrauben schön fest angezogen. Hier gibt es einen Anschlag, also man kann da nicht durchdrehen. Das Ganze ist hier bombenfest, also ne, da kann nichts passieren. Das ist jetzt nur punktuell aufgetragen und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an, wenn ich den Kühler jetzt demontiere. Wie gut hat sich eigentlich die Wärmeleitpaste verteilt? Ist sie ganzflächig auf der CPU? Ist sie nur punktuell? Weil das fragen sich viele User. Dann fangen wir mal an, den zu demontieren und dann schauen wir uns die Ergebnisse einfach an. So, dann fangen wir hier mal an, den zu demontieren. Erst hinten und dann gleichzeitig vorne. So, ich löse ihn nur, damit ihr live sehen könnt, was passiert. Also ich möchte hier nicht irgendwie Produktwerbung oder sonst irgendwas für irgendwas machen. So, der Kühler ist lose und wir werden ihn jetzt demontieren, also runterheben. Und dann zeige ich euch auch gleich, wie ich meistens das Ganze reinige. So, Achtung. So, wie ihr sehen könnt, ich habe nämlich die Folie noch drauf gelassen, damit ihr das auch sehen könnt, wie gut sich überhaupt die Wärmeleitpaste verteilt hat. Dazu zoomen wir mal hier einfach ran. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Nicht wundern und nicht erschrecken, dass die Kameraführung jetzt so scheiße ist. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das ist so.
Ein bisschen wackeln, genau. So. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. So, wie ich auf den ersten Blick sehen kann, ist hier in dem Bereich komplett die CPU bedeckt. Ich nehme jetzt die Schutzfolie runter, so, damit ihr sehen könnt, dass das punktuelle Auftragen komplett flächig und das war nur ein Klecks. So, hier die Schutzfolie, die ich später natürlich wieder am Kühler dran machen werde. Auf jeden Fall, das war jetzt ein punktueller Klecks, nur auf der CPU. Das ist das gleiche, wie wenn ihr das verstreichen würdet. Also diese Mythen verstreichen oder punktuell. Und jetzt kommen wir auch mal zur Reinigung. Ich nehme hier einfach, naja, Ceva, Toilettenpapier. Dazu mache ich euch immer wieder ein bisschen höher. Zack, damit ihr es auch selber sehen könnt. Also ich möchte hier nicht irgendwie. Auf jeden Fall. Das war jetzt punktuell aufgetragen und ihr seht, es war nicht zu viel und es war auch nicht zu wenig. Die CPU war bedeckt. Ja? So, zack, es ist nichts drüber oder sonst irgendwas. Ja, hier nochmal zu sehen, dass komplett die Fläche, je nachdem wie viel ihr drauf macht, also wirklich. Da auch komplett. Ja. So, und ihr seht hier, ich habe jetzt extra die Schutzfolie gemacht, weil wir möchten ja jetzt nicht die Kupferoberfläche gleich. Das. Ja. So. Viele machen zum Beispiel ein Kreuz drauf. Da, ihr habt es jetzt schon gesehen und jetzt wisst ihr auch, warum man kein Kreuz drauf machen soll. Auch das zeige ich euch. Hier, viele machen so einen dicken Kreuz drauf. Ja, wenn euch anscheinend schon leer. Ja, ist schon leer. Auf jeden Fall. Gut, die ist leer. Auch jetzt seht ihr, wenn ich da jetzt ein bisschen mehr drauf mache, und ich zeige es euch jetzt auch. Ich setze ihn wieder auf. Ich drücke ihn einmal komplett. Ich schraube ihn einmal jetzt komplett drauf. Und diesmal ist keine Schutzfolie oder sonst irgendwas drauf. Ich mache das gleiche wie vorher auch, wie ihr es die ganze Zeit gesehen habt. Das sind einfach normale Sachen. Jetzt ist ein Kreuz drauf. Und der Anpressdruck eures CPU-Kühlers, ob das jetzt Wasserkühlung ist, ob das Luftkühlung ist, wenn der Kühler ordentlich montiert ist, verteilt sich die Wärmeleitpaste von selber. So, hier, der ist wieder fest. Ich mache euch natürlich wieder höher. Ne? Wir zoomen wieder ein bisschen raus. So, der Kühler ist montiert. Wir warten noch ein bisschen hier. Ein bisschen, könnt ihr ein bisschen rumdrücken. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und jetzt ganz einfach, das, was ich gerade gemacht habe, machen wir jetzt wieder zurück. Wir bauen ihn wieder ab, um zu gucken. Ja, wie schaut das Ergebnis aus? Ich weiß, wie das Ergebnis ausschaut. Und es ist, ob ihr es glaubt oder nicht, viele sagen sich, ja, es muss doch irgendwie eine Art geben, was und wie man es am besten aufträgt. Ja, jetzt schauen wir uns jetzt an. Hier bin ich locker, hier ist auch gleich locker. So. Ganz einfach, wir gucken uns das Ergebnis an. So, hier seht ihr, und ich zeige es euch jetzt wirklich, ich mache es auch scharf, damit ihr es seht. So, komplett auf dem Kühler, den ich gleich sauber machen werde. Und hier, da auch komplett. Also der Kühler hat bei punktueller Funktion einer Wärmeleitpasten auftragen oder über Kreuz auftragen. Ihr müsst halt auf die Menge ein bisschen achten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber ihr erzielt immer dasselbe Ergebnis.
Ob ihr jetzt einen punktuellen macht, ob ihr jetzt über Kreuz was auftragen würdet, es spielt keine Rolle, denn die Ergebnisse sind beide gleich. So, viele sagen, ja, ich verstreiche das Ganze. Hier habt ihr den Live-Beweis und es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Also, es ist nie zu wenig oder zu viel. Also, wagt euch da mal selber dran. Ihr seht auch, ganz schnell zu reinigen. Fertig. Ja. Entschuldigung, dass ich ein bisschen heiser bin. Auf jeden Fall, ihr habt jetzt gesehen hier. Ja. Da. Das waren jetzt punktuelles Auftragen. Über Kreuz auftragen. Beim Verstreichen brauche ich eigentlich jetzt nicht zu zeigen. Ihr seht es ja, ihr wisst es ja. Dann macht ihr die komplette CPU-Fläche hier oben mit Wärmeleiterpaste und habt dasselbe Ergebnis. Ob das jetzt temperaturtechnisch große Unterschiede gibt, das kann ich euch sagen. Wenn die Fläche nicht komplett mit Wärmeleitpaste bedeckt ist, dann gibt es große Unterschiede in den Temperaturen, aber ja, sie sind im kleinsten Gradbereich. Auf jeden Fall, jeder muss das für sich selber entscheiden, ob er punktuell aufträgt, ob er über Kreuz aufträgt, ob er es verstreicht. Den einzigen Tipp, den ich euch geben kann, ist der, bei den Boxhead-Kühlern, zum Beispiel bei Intel, bei AMD, was es nicht noch alles gibt, ist meistens Wärmeleitpaste aufgetragen. Ist meine persönliche Empfehlung, macht sie runter und tragt einfach, ob das Gillette Extreme ist, egal welche ihr da habt, macht es selber. Ja, das ist das Ergebnis. Ihr habt gesehen, es gibt keinen Unterschied. Also, ob ich punktuell auftrage, ob ich Klecks, wie auch immer. Naja, ihr habt es gesehen. Hier gibt es noch ein paar Bilder. Dankeschön. Das war für euch Monster Mod Germany.